Einen wunderschönen guten Morgen zusammen bei Bildungswerk Live. Mein Name ist Frank Decker und ich heiße euch herzlich willkommen zur Sendung heute, zur frühen Sendung heute um 8 Uhr schon zum Thema Wandern an Flüssen und Bächen. War ja das Thema Wege am Wasser und heute nähern wir uns dem vierten Teil an Wege am Wasser in Rheinland-Pfalz. Wir hatten ja schon kleinere Exkursionen, Wandertouren, Wandertipps rund um das Thema Wasser in Rheinland-Pfalz behandelt, wobei wir sogar in der letzten Folge einen kleinen Abstecher, weil es um den Rhein ging, in die Schweiz gemacht haben. Also nicht ganz Rheinland-Pfalz. Aber wir bleiben heute wieder in unserem schönen Bundesland und heute geht es an die Nahe. Nahe, ein Fluss, der durch Bad Kreuznach fließt, beziehungsweise hier im mittleren Nahetal vielfältige Möglichkeiten bietet, schöne Wanderungen zu unternehmen. Und genau den nehmen wir uns heute mal vor. Ein Tipp für eigentlich alle Wander, beziehungsweise für alle Jahreszeiten, kann man sogar im Winter machen. Und ja, Frühling und Herbst sind natürlich da besonders prädestiniert, weil es da auch durch die Weinberge geht und das heißt ja auch Weinwanderweg nahe und das ist ein relativ alter Weg, also ist ein bisschen in Vergessenheit geraten durch vielfältige Wanderwege, die jetzt in der letzten Zeit eröffnet wurden und es gibt da so Vitaltouren und Traumschleifen. Weinwanderweg von der Historie, wie gesagt, ein bisschen älter, teilweise ein bisschen in Vergessenheit geraten und ich möchte ihn heute mal aus der Kiste wieder rauskramen, aber nur ein Teil davon, und zwar der Teil von Schloss Böckelheim nach Bad Münster am Steinebernburg. Wir haben hier die Tourenübersicht, eine schöne Tagestour, kann man sich natürlich auch aufteilen vom Weg her. Schwierigkeit können wir, glaube ich, vernachlässigen, bis auf eine Region, so mit einem Streckenabschnitt im Bereich des Roten Felses, ein bisschen anspruchsvoller, aber ansonsten durchaus eine mittelschwere Wanderung, sage ich jetzt mal. Vom Weg her 19 Kilometer ist natürlich zu beachten. Ihr seht es auch an der Dauer, 5,5 Stunden sind es angegeben. Also man kann das natürlich auch abkürzen. Das liegt dann ganz in eurer Verantwortung. Aufstieg haben wir 400 Höhenmeter. Das ist bedingt durch das felsige Massiv des Roten Felses. Auch der Abstieg dann 572 Meter. Das heißt also, mit den Höhenmetern müsst ihr ein bisschen kalkulieren und das mit eurer Kondition abgleichen. Aber ist durchaus zu machen. Genau, also das wäre so quasi die Strecke heute von Schloss Böckelheim und wir sehen die hier in der Überbl im Überblick, seht ihr, der Weg geht eigentlich immer an der Nahe entlang, mit Ausnahme von dem Anstieg zum Roten Fels. Da weicht der Weg ein wenig vom Wasser ab, weil man da Norheim durch die Weinberge geht und ihr seht auch viele so Weintrauben und Gläser unterwegs. Das heißt, ja, nicht nur Wege am Wasser, sondern heute auch Wege am Wein. Das Thema ist der Weinwanderweg und logischerweise führt der Weinwanderweg auch durch viele, viele Weinbauregionen, Weinbaudörfer, wie Oberhausen an der Nahe, Niederhausen an der Nahe. Der ein oder andere Weintrinker wird diese Namen sicherlich kennen. Und von daher gibt es da auch die Möglichkeiten, die flüssige Verpflegung unterwegs aufzufrischen. Also der Winzer wird natürlich auch die Wasserflaschen wieder füllen, aber ihr habt durchaus die Möglichkeit, da bei verschiedenen Winzern oder Gutsausschenken mal einzukehren und das ein oder andere Tröpfchen zu genießen. Und ja,
Wir starten sozusagen in Schloss Böckelheim und gehen dann Richtung Bad Kreuznach. Beziehungsweise hier der Zielpunkt ist Bad Münster am Stein-Ebern-Burg. Und wenn ihr da noch Kondition habt, dann könnt ihr immer noch weiter durchs Salinental laufen nach Bad Kreuznach. Würde ich auch empfehlen. Vielleicht kann man da auch 2 Tagesetappen draus machen, durchaus, und kann eher so die gemütliche Variante nehmen. Ihr seht noch hier, das gehört alles noch zum Naturpark Sonnenwald Nahe. Nicht mit dem Nationalpark im Hunsrück zu verwechseln, sondern Naturpark Sonnenwald Nahe heißt das Ganze noch. Und ja, schöne Gegend. Der Startpunkt ist sehr spektakulär, sondern wir starten nämlich nicht unten im Tal, sondern oben auf dem sogenannten Heimbergturm. Den könnt ihr natürlich auch erklimmen und habt da eine wunderbare Aussicht auf die umliegenden Hügel und Berge. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut im Detail, startet ihr oben, geht dann Richtung Schloss Böckelheim, auch ein kleines Weindorf, und geht oben an dem Schloss vorbei, kleine Burgruine. Und dann geht es eigentlich immer am Wasser entlang, wunderschön. Auch durch die Berge, an den Berghängen vorbei, in Richtung Oberhausen an der Nahe. Und da werdet ihr dann auch die ehemalige Weinbaudomäne passieren. Das ist jetzt Gut Hermannsberg, Weinbaudomäne. Und dann geht es weiter immer an der Nahe entlang in Richtung Stausee von Niederhausen. Auch sehr schön. Und gegenüber liegt der Lemberg. Das wäre so der erste Part der Wanderung. Und wie das aussieht, seht ihr auf dem Ausblick hier oder in dem Ausblick. Das ist der Ausblick vom Lemberg. Das wäre sozusagen der gegenüberliegende, der höchste Berg an der mittleren Nahe. Und Lemberg bietet auch nochmal besondere, ja, Möglichkeiten, da einen kleinen Abstecher zu machen, hat auch eine Vitaltour, komme ich gleich noch zu. Und ihr startet quasi da hinten Richtung Horizont und dann seht ihr ja, diese Weinberge, also ganz berühmte Weinberge, die halt vorwiegend mit Riesling angebaut sind. Das Nahtal oder der Nahwein ist vorwiegend bekannt für den Riesling, und gerade in Oberhausen, Niederhausen, gibt es da auch einige sehr renommierte Weingüter, die ihren Weltruf da auch gesichert haben und da mit einigen Kostbarkeiten aufwarten können. Genau, und durch diese, ja, geschichtsträchtigen und berühmten Weinberge führt dieser Weg immer in Flussrichtung links, an der Bergmassiv entlang durch die Weinberge, und dann startet ihr Richtung Niederhausen. Was wir da unten noch sehen, im Mittelpunkt circa, das ist die berühmte Luitpoldbrücke. Die hat eine geschichtsträchtige Bedeutung, weil damals war die Nahe die Grenze zwischen Preußen und Bayern. Deswegen heißt die Luitpoldbrücke. Gibt auch ein Denkmal mitten auf der Brücke, und das ist so auch einer der schönsten Plätze, die es hier in der Region gibt. Also gerade mit dem Blick dann auf Oberhausen, auf den Lemberg. Man hat die Nahe vor sich, den beginnenden Stausee und im Hintergrund diese ehemalige Staatsweinbaudomäne, die jetzt, wie gesagt, in privater Hand ist und heißt hier Gut Hermannsberg, auch bekannt für ihren Riesling. Und das Ganze nochmal von einer anderen Perspektive aus, im Hintergrund dann der Lemberg, und vor dem Lemberg haben wir das Weindorf Oberhausen an der Nahe. Genau, und dann führt uns der Wanderweg quasi weiter Richtung Niederhausen. Und ich erwähnte es eben schon, es gibt da die Möglichkeit, am Lemberg noch die eine oder andere schöne Tour zu machen. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal den Tipp: Die Vitaltour Geheimnisvoller Lemberg ist auch, glaube ich, ausgezeichnet worden als
einer der schönsten Wanderwege im Jahr. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Also wir sehen hier den Charakter teilweise auch sehr eng mit tollen Ausblicken. Und ja, Ausblick auch nochmal hier. Es gibt hier von diesem ja, Kunstwerk zwei Durchblicke. Der eine führt nach Preußen, der andere nach Bayern, also auch bedingt durch die geschichtsträchtige Grenze hier, die Nahe, mit Blick auf die Luitpoldbrücke und ja, besonderes Foto. Am Lemberg gibt es noch eine Besonderheit. Der Lemberg ist im Prinzip durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Man kann den also befahren, den Schmittenstollen. Da gibt es tolle Führungen, kann man mitmachen. Und zwar ist das eine ehemalige Quecksilbermine, Quecksilberbergwerk. Lohnt sich mal, wenn man eh schon in der Gegend ist, da reinzugehen und ist auch für Kinder ein tolles Erlebnis. Und das Gleiche gilt auch für diese Vitaltour. Da gibt es noch eine kleine Runde mit ja, Trollen, die in die Wurzeln reingeschnitzt sind. Also durchaus ein Erlebnis für die ganze Familie. Genau, das war der Abstecher vom rechtsufrigen Berg Lemberg. Wir sind aber quasi in Flussrichtung links unterwegs, nördlich unterwegs und passieren dann so langsam den Weinort Norheim und gehen dann so in Richtung des ja, spektakulärsten Berges in diesem Abschnitt. Das ist der Rotenfels. Sehen wir auch gleich in Bildform. Da gibt es eine wunderschöne Aussichtskanzel, die Bastei. Und von da geht es in steilen Serpentinen dann wieder ab nach hinunter zum Tal nach Bad Münster. Und da ist sozusagen im Ort Bad Münster unser Endpunkt. Kann man auch ganz gut mit der Bahn machen, unsere Tour. Wobei man den Einstieg dann ein bisschen weiter, muss ich selbst überlegen, weiter oberhalb nehmen müsste, dann wäre man in Staudernheim. Das heißt, die Strecke wird sich dann auch noch mal ein bisschen verlängern. Aber wie gesagt, in der Detailplanung kann man das Ganze dann auch abkürzen später, beziehungsweise wenn man dann zwei Etappen aus dem vielleicht noch längeren Weg nimmt, dann geht das auch. Auf jeden Fall in Bad Münster am Stein-Ebernburg gibt es einen Bahnhof, also da kann man das durchaus gut gestalten. Ansonsten kann man natürlich auch mit dem Bus fahren und dann kann man auch nach Schloss Böckelheim zu unserem Einstieg fahren, das ist dann auch kein Problem. Genau, das wäre sozusagen der Blick rückwärts gewandt. Wir würden hier oberhalb des Dorfes durch die Weinberge dann ankommen und würden dann ja, unser nächstes Etappenziel ins Auge fassen. Das ist der sogenannte Rotenfels. Das ist die höchste Steilwand nördlich der Alpen mit ja, einer Gesamthöhe von 327 Metern oder 321 Metern. Und das bedeutet, dass er in der Steilwand, also eine Höhe hat von 200 Metern, das heißt, auf dieser Bastei geht es 200 Meter in die Tiefe und unten die Nahe und der Blick auf das ganze Umland. So sieht das Ganze von unten aus, also ein mächtiges Gebirgsmassiv, vom Gestein her relativ brüchig. Also auf der einen Seite kann man durchaus auch klettern, allerdings muss man das dann auch lieben, weil die Tritte und Griffe dann teilweise sehr bröselig sind und man immer nach unten belasten sollte und nie nach hinten. Dann hat man den Stein in der Hand und ja, ist ein bisschen sturzgefährdet. Von daher, also vom Klettern her, super interessantes Gebiet, aber mit sehr vielen Eigenheiten. Durchaus. Ansonsten nimmt man den schönen Wanderweg, der quasi von der linken Seite in diesem Foto dann
den Anstieg nimmt und dann kommt man auf die Bastei, hat wie gesagt diesen schönen Ausblick auf Fluss und ja, Land. Viele andere Wanderwege kreuzen diesen Teil halt. Es gibt viele diese sogenannten Vitaltouren. Da gibt es auch drei verschiedene Schwierigkeitsklassen: die Intro-Tour, die Vitaltour und die dritten habe ich jetzt leider vergessen. Auf jeden Fall habt ihr da vielfältige Möglichkeiten, auch nochmal andere Routen auszuprobieren. 3x3 Salinental ist hier das Motto. Und ja, in diesem Abschnitt oder hoch über Ebernburg thront die gleichnamige Ebernburg auch. Kann man auch übernachten und das Ganze von hier aus gestalten. Und unten im Tal wartet dann noch das andere Massiv. Das ist so der Bad Kreuznacher Hausberg im Hintergrund mit der Gans und dem ja, Rheingrafenstein als zweiten Felsmassiv, das ja so in der Region von Bad Münster einfach ja, zu erwandern auch ist. Und hier seht ihr auch eine Fähre. Also es gibt im Sommer einen Fährbetrieb mit einem Fährmann, der fährt euch rüber auf die andere Seite und dann könnt ihr den Anstieg auf den Rheingrafenstein auch nehmen. Hier nochmal eine andere Perspektive aus dem Kurpark in Bad Münster und der Rheingrafenstein im Hintergrund und da oben gibt es auch eine Aussichtsplattform. Da seht ihr dann auch gegenüber den Roten Fels. Ja, dann seid ihr quasi schon in Bad Münster angekommen und ich erwähnte es zu Beginn. Im Prinzip habt ihr die Möglichkeit, jetzt auch nochmal 5 Kilometer dran zu hängen, falls ihr da Lust zu habt. Geht einfach unten immer am Fluss entlang durch das herrliche Salinental. Salinental heißt das aufgrund der ja, Salinen, das sind Gradierwerke, die ja, salzhaltiges Wasser verdampfen, also wird auch als Kureinrichtung betrieben und wenn ihr da Lust habt, setzt euch einfach mal davor. Also ihr habt da so eine kühle Meeresbrise quasi durch diesen Salzgehalt und dieses verdampfende Wasser. Auf jeden Fall solltet ihr das mal machen. Ansonsten könnt ihr dann natürlich den Weg nach Bad Kreuznach nehmen und wenn ihr dann die Seite wechselt, seid ihr auf dem Panoramaweg, der dann auch in Richtung Bad Kreuznacher Altstadt führt. Auch wieder von Wein umgeben unten. Ihr seht hier zwar die Kirche, aber unten fließt noch der Fluss Nahe. Also das heißt, ihr seid ja, themenspezifisch auch immer noch an der Nahe entlang unterwegs und ja, mündet dann sozusagen in die Altstadt in Bad Kreuznach ein. Und da gibt es natürlich auch wieder Möglichkeiten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzufahren zum Einstieg. Also heute keine Rundtour, sondern von A nach B bzw. C mit einigen Möglichkeiten, eure Tour auf dem Weinwanderweg nahe zu ja, gestalten. Ja, entweder ihr, wie gesagt, die nehmt die kürzere Tour. Oder ihr ja, verlängert nach Bad Kreuznach und macht eventuell sogar 2 Etappen draus. Und da seid ihr auf jeden Fall genussvoll unterwegs. Und wie gesagt, ihr habt da die Möglichkeit, auch unterwegs einzukehren und vielleicht einen Abstecher beim Winzer zu machen. Und insofern ist das eine tolle Möglichkeit, ja, hier Land und Leute mal kennenzulernen. Deswegen heute Wege am Wasser, der Weinwanderweg. Na, das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ihr vielleicht ein paar Ideen mitnehmen konntet. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Jetzt war das Mikro schon aus. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank.